Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich habe das Video heute Morgen schon aufgenommen. Die GoPro hat wieder mal das Audio gefressen. Deswegen nehme ich es jetzt nochmal auf. Naja, egal. Und zwar heute gibt es tatsächlich mal ein Video. Ich hoffe, dass es ein Motovlog wird und kein Zu-Fuß-Geh-Vlog, Rollerschieb-Vlog, weil Tanklampe leuchtet schon eine Weile. Ich war heute Morgen unterwegs, da hat die Lampe schon geleuchtet. Ich hatte allerdings keinen Geldbeutel dabei. Ich habe jetzt mitgenommen, ich werde sofort schnurstracks zur Tankstelle fahren. Heute ist übrigens Dienstag, an dem ihr das Video seht. Und ich nehme das so gerade heute am Dienstag auf. Also es ist heute der Tag, wo wir, also hier bei uns, 38, 39 Grad kriegen. Es wird heiß, es ist heute sehr, sehr heiß. Nachrichten haben vorhin gesagt, 40, 41 Grad. Spitzenwerte bei uns so 39. Ich bin ja momentan so ein bisschen in der Sommerpause, privat ein bisschen viel um die Ohren und auch nicht so, ich weiß momentan nicht so wirklich, was ich machen soll für Videos. Deswegen habe ich mir mal so ein bisschen eine Pause gegönnt. Aber heute habe ich was auf jeden Fall für euch, und zwar, es gibt Änderungen an der Führerscheinklasse B. Es wird Änderungen geben, und zwar auf Europaebene. Das erste, was sich ändern wird, BF17. Begleitetes Fahren ab 17 gibt es ja schon eine ganze Weile. Ihr könnt irgendwie, ich glaube, mit 16 anfangen, dürft dann mit 17 die praktische Prüfung machen und dürft dann, bis ihr 18 seid, mit 17 schon Auto fahren, wenn eure Eltern dabei sind oder ein Elternteil. Das Ganze soll jetzt auf 16 reduziert werden. Das heißt, ihr sollt das demnächst auch schon ab 16 machen dürfen. Also BF17 wird BF16. Ich persönlich finde das ganz gut. Gibt jungen Menschen die Chance, schon früher Auto zu fahren, sich ein bisschen dran zu gewöhnen. Im Beisein der Eltern finde ich das ganz in Ordnung. Deswegen, ja, finde ich schon mal eine ganz gute Nachricht. So, jetzt erstmal Tankstelle fahren, finde ich auch eine gute Nachricht. 1,89 Euro. Ich weiß gar nicht, kann man mit dem Roller eigentlich E10 tanken? Ich habe das noch nie gemacht. Immer so leer. Vier Liter oder so hat er ja Maximum. Also 3, 3,5 Liter passen bestimmt rein. €6,30 für 3 Liter 32. Oh Mann. Hallo, gerade die Nummer 3 und das. So, Leute. Oder ist ein bisschen Benzin ausgelaufen? Nein, Geld! So. Ah, da war wieder die junge Dame an der Kasse. Wow, also so ein wunderschöner Mensch. Ich bin immer ganz, ganz hin und weg, wenn ich sie sehe. Und sie lächelt immer. Kennt ihr das? Wenn ihr eine hübsche Frau seht und sie lächelt und dieses Lächeln berührt direkt euer Herz. Kennt ihr das? Dieses Lächeln, das durchströmt euren ganzen Körper. Wie wenn ihr im Solarium liegt. Irgendwie so. Kennt ihr das? Ach Mann, es gibt schon sehr schöne Menschen auf dieser Welt. Schade, dass ich keiner davon bin. ja, wo waren wir stehen geblieben? Änderungen Führerscheinklasse B. Und zwar, Nummer 1, BF17 wird BF16 oder soll BF16 werden. Das heißt, begleitetes Fahren bald schon ab 16 Jahren möglich. Änderung Nummer 2, die Theoriestunden könnt ihr bald, so wie es schon in der Corona
Phase war komplett ausschließlich online absolvieren. Also den Theorieunterricht könnt ihr, wenn ihr wollt, komplett online machen. Ob das bedeutet, dass es automatisch online sein muss, weiß ich nicht. Glaube ich aber auch nicht. Aber es hat sich halt einfach im Laufe der Corona-Zeit bewährt. Man kann Theorieunterricht für mehrere Leute gleichzeitig machen. Ich persönlich hatte meinen Theorieunterricht für den Motorradführerschein komplett vor Ort. Also ich habe den nicht online gemacht, deswegen kann ich das nicht beurteilen. Aber ich habe von einigen damals, die das eben online gemacht haben, Positives gehört. Also ich denke mal, das ist eine gute Sache. Die nächste Änderung ist ein bisschen fragwürdig. Und zwar, zum einen sollen ja in Zukunft in den Fahrschulen hauptsächlich bis ausschließlich, wie genau das jetzt gemeint ist, das heißt halt hauptsächlich bis ausschließlich Elektrofahrzeuge als Fahrschulautos genutzt werden, also E-Autos für die Fahrschule. Ob das automatisch bedeutet, dass jetzt in der Fahrschule nur noch E-Autos benutzt werden dürfen, weiß ich nicht. Wahrscheinlich wird das Ganze dann nochmal ordentlich gefördert. Im Prinzip ist es auch egal. Was ich aber schwierig finde, ist, wenn man jetzt einen Autoführerschein macht und dann nur mit einem Elektroauto. Elektroauto hat ja keine Schaltung, ist ja Automatik, soweit ich weiß. Das heißt, ihr macht eure ganze Führerscheinausbildung mit Automatik. So. Und wenn ihr euch dann einen Schaltwagen kaufen wollt und dann hattet ihr vielleicht nur ein, zwei Fahrstunden auf einem Schaltwagen, ja, dann ist der Salat da. Jemand, der mit Schaltwagen fahren kann, kann auch Automatik fahren, Digga. Ist kein Ding. Fahren auf D-Stellen, parken auf P-Stellen, Rückwärtsgang auf R-Stellen, fertig. Und schon habe ich euch Fahren mit Automatik beigebracht. Seht ihr, so einfach ist das. Und das kann ich euch sagen, ich bin schon im Automatikwagen gesessen, bin aber selber noch nicht gefahren. Aber ja, kein Hexenwerk. Aber umgekehrt, jemand, der halt nur Automatik gefahren ist, hat es, glaube ich, erstmal schwierig mit Schaltwagen klarzukommen. Deswegen finde ich das schwierige Änderung, weiß ich nicht. Finde ich aktuell noch schwierig. Wenn wir halt irgendwann an den Punkt sind, wo es keine Schaltwagen mehr gibt, weil es einfach keine Verbrenner mehr gibt, ja gut, dann verstehe ich das. Also naja, aber ihr könnt eure Meinung gerne mal dazu in den Kommentaren schreiben. Ich möchte euch erstmal nur davon berichten. Die nächste Änderung wird auf jeden Fall sein, dass das Bedienen von Fahrassistenzsystemen in Zukunft Teil der praktischen Prüfung sein wird. Das heißt, es kann, ob das auf jeden Fall so sein wird, dass jeder Prüfer euch das fragt oder ob er euch das fragen kann. Das weiß ich nicht, aber es wird auf jeden Fall ein Teil der praktischen Prüfung werden, das Bedienen von Fahrassistenzsystemen. Also zum Beispiel die Einparkhilfe, die automatische Einparkhilfe richtig bedienen. Ich weiß nicht, was gibt es da noch? Rückfahrkamera, was ist noch ein aktives Fahrassistenzsystem? Spurhalteassistent, Tempomat, was da so alles gibt. Ne? Das wird Teil der praktischen Prüfung sein. Was ich persönlich unnötig finde. Ich finde, es hätte gereicht, wenn man sagt, yo, der Fahrlehrer muss euch das Bedienen der Fahrassistenzsysteme im Laufe eurer Führerscheinausbildung zeigen. Dann reicht das. Aber das jetzt extra zwingend in die praktische Prüfung mit reinzunehmen, weiß ich nicht. Ob das nötig ist, weiß ich nicht. Wird wahrscheinlich dazu führen, dass Führerscheinklasse B auch wahrscheinlich die praktische Prüfung länger dauern wird, weil mehr Aufgaben dazu kommen, was wiederum bedeutet, sie wird teurer. Geld. Und ich denke, darum dreht es sich am Ende des Tages ums Geld. Naja. Nächste Änderung. B196 kennt ihr ja bestimmt. Die Erweiterung, dass Leute, die mindestens seit 5 Jahren den Autoführerschein haben und mindestens 25 Jahre alt sind, können eine Erweiterung zum Führerschein B machen, das nennt sich B196. Danach könnt ihr als Autofahrer alles mit 125 Kubik und 15 PS fahren, wie A1, nur mit dem Unterschied, dass ihr damit Deutschland nicht verlassen dürft.
also BR96 gilt aktuell, soweit ich weiß, immer noch nur deutschlandweit. Was ich persönlich komplett lächerlich finde, aber egal, darum geht's nicht. Und zwar gibt es noch eine andere Art von Erweiterung, und zwar B96, der sogenannte Wohnmobilführerschein, der euch berechtigt, nicht wie normalerweise 3,5 Tonnen zu fahren, sondern 4,25 Tonnen. Was zum Beispiel dann interessant ist, wenn ihr einen Wohnmobilanhänger ziehen wollt, einen einachsigen Wohnmobilanhänger, wenn ihr die zum Beispiel ziehen wollt, zulässiges Gesamtgewicht des Anhängers plus zulässiges Gesamtgewicht des Autos, also der Zugmaschine, da ist man je nachdem bei den Wohnmobilanhängern schon relativ schnell über die 3,5 Tonnen. 4,25 Tonnen, ne, bisher halt mit B96 Erweiterungen, das ist dann auch, ihr macht da ein, zwei Fahrstündchen oder irgendwie ein Tag Unterricht, ein Tag Praxis und dann habt ihr das. Der Witz an der Sache ist, dass es das, soweit ich weiß, erst seit 1999 gibt. Alle, die vor 1999 den Autoführerschein gemacht haben, soweit ich weiß, dürfen sowieso mit Führerscheinklasse B nicht nur 125er fahren, sondern auch bis zu 7,5 Tonnen. Also meine Eltern zum Beispiel, die dürfen mit ihrem Autoführerschein 7,5 Tonnen fahren. Das hat immer funktioniert. Irgendwann hat man sich gedacht, hey, daraus könnten wir doch einen neuen Führerschein machen. So, Autofahrer dürfen jetzt nur noch 3,5 Tonnen fahren und wenn ihr 7,5 fahren wollt, müsst ihr einen extra Führerschein machen. Hat man sich gedacht, ne? Schlaumeier Deutschland. So, jetzt rudert man da wohl ein bisschen zurück und sagt, okay, wir lösen B96 auf. Und alle, die ab 1999 Führerscheinklasse B gemacht haben oder später, dürfen in Zukunft auch 4,25 Tonnen fahren. Also das würde mich auch betreffen, ne, weil so alt bin ich jetzt auch wieder nicht. Und alle davor, glaube ich, dürfen sowieso. Ist gut, ist eine mega Änderung, vor allem, weil ich habe letztens noch überlegt, habe ich glaube ich im Video mal erwähnt, ich würde irgendwie gerne B106 machen, dann könnte man sich mal für den Sommer ein schönes Wohnmobil ausleihen oder ein Wohnmobilanhänger oder sowas. Weil ich habe schon mal geguckt, teilweise ist man da ganz schnell über die 3,5 Tonnen drüber. Ne? Was ich nicht verstehe, warum man ständig an den Führerschein irgendwas ändern muss. Man erfindet einen A1, der früher beim Autoführerschein dabei war. Dann erfindet man B196, das ihn quasi wieder ein bisschen zum Autoführerschein zurückbringt. Aber anstatt, dass man sagt, hey, alle Leute, die in Zukunft den Autoführerschein machen, können einfach wieder 125er fahren. Das macht man halt auch nicht, weil dann gäbe es A1 nicht mehr. Je mehr Führerscheine, desto besser für Vater Staat. Einen Führerschein wegnehmen will man dann irgendwie leider doch nicht. Also, ja, keine Ahnung, was soll ich dazu sagen? Auf jeden Fall längst überfällige Änderungen, wie ich finde. So, ja, das waren so die Informationen, die ich dazu erstmal finden konnte. Die Quellenangabe, wo ich diese Informationen beziehe, habe ich euch einfach mal in die Videobeschreibung gepackt. Da findet ihr zwei Links. Da könnt ihr das Ganze nochmal nachlesen. Ich finde das zur heutigen Zeit wichtig, Quellenangaben zu machen, weil heutzutage euch jeder irgendeinen Scheiß erzählt, der keine Ahnung hat. Und lügen sich auch gerne oder falsch wissen sich auch gerne einfach weiter verbreitet. Einer labert irgendwas und die anderen labern es nach. Deswegen in der Videobeschreibung findet ihr die Quellenangaben. Ich fahre hier immer zu schnell, ne? Hier war früher mal 50. Ich krieg das nicht in meinen Kopf rein, dass hier 30 ist. Obwohl das schon eine ganze Weile so ist. Ja, auf jeden Fall in der Videobeschreibung findet ihr die Quellenangaben zu dem ganzen Thema. Da könnt ihr das Ganze nochmal nachlesen. Es heißt, dass das Ganze 2022 noch kommen soll auf EU-Ebene. Es soll kommen noch dieses Jahr. Ob das der Tatsache entsprechen wird, bleibt abzuwarten. Schauen wir mal. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ihr habt ein paar
Informationen dazu. Gerade so diese BF-16-Geschichte, glaube ich, ist bestimmt interessant für euch. Deswegen, ja. Und ich gucke, dass ich in Zukunft wieder ein bisschen mehr Videos mache. Ich habe nicht so wirklich Ideen momentan, muss ich sagen. Also, falls ihr Vorschläge habt zu Themen, über die ich mal im Video sprechen soll, außer jetzt politische Themen, bitte kommt mir nicht mit Politik. Aber ansonsten ganz gerne, solange es nichts mit Religion oder Politik zu tun hat, bin ich da gerne offen für Themen, die wir mal bequatschen sollten. Oder ansonsten andere Videovorschläge. Ich hoffe, dass wir auch bald mal wieder Grillvideos machen können, wenn diese krasse Monsterhitze vorbei ist. Heute sollen es ja bis zu 41 Grad werden, bei uns bis zu 39 Grad. Ich bin gespannt. Ich werde mich jetzt einfach in die Badewanne legen für den Rest des Tages. Nein, ich werde jetzt erstmal dieses Video fertig schneiden und dann werde ich mich in die Badewanne legen, Netflix anmachen am Tablet und für den Rest des Tages mich nicht mehr aus Bad bewegen. Ganz am Ende, wie gesagt, mit dem Rabattcode INFI spart ihr bei ScooterTech 5% Rabatt auf eure Bestellung. Damit unterstützt ihr mich. Wenn ihr wollt, könnt ihr den gerne benutzen, wenn nicht, dann nicht. Und damit verabschiede ich mich. Ich bin raus. Haut rein. Ciao mit V.